Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hexseed Destiny Projekt. So, ich habe mal geguckt, was der Jasper Block macht. Den kann man irgendwie benutzen, um ein V.O. zu beschwören. Und das würde ich auch gern machen. Aber man soll den angeblich nur in der Wüste spawnen lassen. Deswegen werden wir das auch machen. Und um den wirklich zu ärgern, um da auch ranzukommen, nehme ich. Ich weiß gar nicht, was ich dafür brauche. Ich nehme halt lieber eine Scale-Rüstung. Oder? Bin ich jetzt blind? Alter! Dein Ernst? So. So, jetzt nehme ich meine Scale-Rüstung hier. Obwohl, da kann ich auch die billige nehmen. Beziehungsweise nur das einer Set. Zieh ordentlich hier nur die Scale-Rüstung an. Nehme vorerst aber die Phönixfeder, falls ich doch drauf gehe. Und zieh einfach gar nichts an hier. Fertig. Komm. Wo sind wir denn? Tun das Ding hier weg. Nehmen wir unser Schwert. So, probieren wir es einfach mal jetzt zu machen. Huh. Wie? Huh. Oder muss ich hier so Fackeln anbringen? Weiß noch nicht in welche Richtung. So, ich weiß nicht, ob das funktioniert. So soll es angeblich funktionieren. Ich weiß es nicht. So. Fabusch. Warum willst du nicht? Ich weiß es nicht. Ich passe die Richtung nicht. Wir können es jetzt einmal so probieren. Einmal hier runter. Weil die Anordnung soll ja irgendwie so sein. Genau, die Ahnung habe ich jetzt nicht, aber hier kann er auch nicht gespawnt werden. Komisch. Probieren wir es noch einmal quer. In dem Fall hier so. Und vielleicht hier nochmal. Dann sah sie das erst und guckt nochmal genau, aber irgendwie stand das da so. Man soll das Ding so anordnen. Den dann in den rechten reintun und dann soll der spawnen eigentlich. Komisch. Diese komischen Menschen hier. So. Probieren wir es einfach. Oh, jetzt habe ich gar nicht die Uhr gestoppt. So, machen wir noch 10 Minuten. So geht's auch nicht. Ich fahre. Lass es einfach. Ich lasse es einfach sein. Es kommt nicht vom Project Zulu oder Zulu? Zulu irgendwie, glaube ich, sowas. Und da kommt auch vieles vorbei. Da kommen auch diese ganzen Monster her. Und die ganzen Tiere auch sowas. Und unter anderem auch diesen Block. Und ich dachte, den kann man jetzt irgendwie dafür besonders benutzen. Aber da habe ich mich auch geirrt. So, Fortune Spitzhacke wieder ins Inventar. Hier so eine alte Gammelige noch. Die brauchen wir jetzt gar nicht. Die können wir noch benutzen. Ja, was machen wir jetzt Gammeliges? Ich glaube, wir machen jetzt mal gammelig weiter hier. Ich weiß gar nicht, wie weit mein Glas ist. Ich dachte, das Rhino wäre da drinne. Glas ist auf jeden Fall weit. Wenn wir das jetzt immer hier einsetzen. Alter, sind schon wieder unglaublich viele Tiere drin, ne? Boxe ich den? Jetzt kommen wir alles mal runter. Na komm schon. Komm, dich auch noch. Na komm her, du. Oder Piepmatze da oben. Und das Armadillo auch weg. So, vorerst erstmal hier eine Reihe Glas reinziehen. Obwohl, hätte ich, ich weiß es nicht. Oder mache ich nur drei rein Glas, immer hier? Wo die Spawner sind, da können die aber auch nicht spawnen. Ja, toll. Hab ich natürlich geil gemacht. Jetzt bräuchte ich die Spitzhacke mit Silk Touch. Was kostet das denn, wenn ich das einfach hier drauf mache? 10. Mach einfach. Ist billiger. Oh, ich müsste mal das zweite Mauspad hier hinholen. Ich glaube, so ist das besser. Krieg ich nämlich so langsam so einen roten Punkt. Viele Zocker. So, wenn man so die Maus, wenn man da keine richtige Unterlage hat, tut das irgendwann nach einer Zeit weh. Also wenn man 2 Stunden einfach aufnimmt. Wie ein Bekloppter. So, können wir mit Ziltouch hier das Ding wiederholen. Das Glas. Dann machen wir 2 Reihen hin. Hier.
und machen nur den Teil hier. So. Den noch und dann ist J. Das ist natürlich jetzt falsch. Das gleiche ist jetzt hier. Zack, zack, zack. So, jetzt machen wir hier, weiß ich nicht, machen wir da auch noch Sandstone hin? Ich glaube ja. Sandstone, habe ich denn hier was drin? Hier habe ich Sandstone. Smooth Sandstone, Sand. Kann ich drin bleiben. Wo? Wo ist er? Keine Ahnung. Hier auf jeden Fall nicht. Sand. Sand, Sand, Sand. Und nochmal Sand. Sandstone. Dann können wir das dann nämlich fast fertig machen. Das ist jetzt auch noch Sand, ne? Na komm, mal so. Hä? I don't understand. Why is this so? Okay, egal. Den brauchen wir vielleicht noch. Und dann machen wir das. Ne, warte, der kommt später. Wir brauchen jetzt erstmal das. So, hier wird nachher so gemacht. Fertig. Hier so. Machen wir hier mal eben hoch. Ich will mal eben hoch. Danke. Na. Da wirst du auch im Stich gelassen hier vom Minecraft-Männchen. Machen wir das nicht eben zu. Schau mal hier. So, der soll ja nicht so sein. Das war eigentlich nur die Blaze-Powder-Abwehr. Sag nicht, jetzt schon wieder einer gespawnt hat. Nur weil es da vorne dunkel wird, oder was? Zu geil. Ja, einfach nur weil es dunkel geworden ist. Lass den Mist einfach mal da unten. Der auf ihm alles anzuschießen. Sollte auch noch nicht spawnen. Ich würde sagen, alles schon verbraucht. Kann eigentlich nicht sein. So. Jetzt müssen wir wieder andersrum durch. Klack. Ah, ich muss das Ding mal entfalten oder so. So ist, glaube ich, ein Tacken besser. Oder? Ja, so gefällt es mir. So, ab da rein. Amadillos erstmal hier klatschen. Hier, die gehen mir auch auf den Keks. Was? Warum so viele hier? Fühlen die sich hier wohl oder was? Er fühlt sich auch hier wohl, der olle Bauer hier. Boah, in meinen eigenen Farm gleich drauf gehen hier oder was? Na komm schon, na komm schon, na komm schon. So. Der sitzt da falsch. So, spawn, 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 spawn. Lalalala, da, dann. Was? Oh, ich muss noch was essen. Aber erst den Lohnrutenmann hier besiegen, genau. Was? Oh geil, Spinne brennt. Ich finde es jetzt gerade nicht so geil. Dass immer so viele spawnen da. Na komm mal her. Na, hier können wir noch Sharpness drauf machen. So, weiter geht's hier. Dann. So, jetzt muss es ja auch fertig werden. Dann komme ich da dran. Yep. Ich könnte mir die auch sparen hier. Wow! Apropos sparen. Geht mal da weg. Muss noch einer. Boah, Junge. Das. Hallo, Monster. Ich wollte noch nicht vorab schon mal mich hier bekloppen hier. Oh. Sollte jetzt nicht passieren, egal, machen wir so. Jetzt habe ich keine mehr. So, irgendwie noch eine Fackel. Oh. Und Blaze-Eier.
So, 3 Minütkes noch und dann soll es die Aufnahme beenden. Klack, da können die nämlich nicht mehr raus und ich habe meine Ruhe und brauche eine Sonnennacht, dann gehen wir mal in Ruhe schlafen. Mein Zettel muss mal weggepackt werden. Zombies brennen, das ist doch gut. Achso, da sind... Ey, wenn du nicht alles ab... Wenn du nicht alles zumachst, da spawnen überall die Monster. Du glaubst es nicht. Das ist doch nicht wahr. So, wir sollten noch ein bisschen auf Sandsuche gehen. Irgendwo sind hier Zombies. Ich weiß aber nicht ganz genau, wo. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Was ist Essen da? Fleisch. Wo kommt das Fleisch denn eigentlich mehr? Das frag ich mich auch. Das ist keine Monster. Das ist Monster. Das ist Monster. Das ist Monster. Das ist Monster. Da ist ein Rhino. Hier, die Dinger können weg. Soll wieder ein bisschen schaufeln gehen. Können wir eigentlich hier schaufeln gehen. Eine gerade Fläche brauche ich eh. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Damit wir ein bisschen Sandstone kriegen. Na komm schon. Leicht einschläfern ist die Musik, oder? Ich mache jetzt aber auch keinen Titel weiter. Es glaube ich auch ist. Na, ich glaube eine schaffe ich nur eine Folge. Aber dann ist auch irgendwann gut mit der ganzen Session. Ich habe heute keine Ahnung. Heute habe ich 12 Folgen sind's aufgenommen. Die reichten für 6 bis 10 Tage. Je nachdem wie die lang sind, dass ich die dann erst hochlade. Das muss ich gucken. Dann kann ich entweder 2 oder 1 machen. Halt. Sprich halt die maximale Zeit von 30 Minuten. Natürlich, der Fortschritt bleibt an mir hängen, weil ich eigentlich der weiteste sozusagen jetzt momentan in diesem Zeitpunkt am Tage bin. Aber dafür habe ich zu viele Folgen dann eigentlich schon und kann dann nicht aktuell bleiben mit denen sozusagen gleichzeitig. Aber ich bin ja momentan allein in der Stadt, weil ich ja der vogelfreie Mensch bin. So. Und tun wir noch ein bisschen kloppen hier. Da unten hätte ich nur die Lohnrouten am Brutzeln. Die können auch spawnen, wie sie lustig sind. Können wir noch ein bisschen machen hier. So, aber ich sag jetzt mal hier Disconnect und würde sagen, ich hoffe, hat es euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash und Tabé und tschüss.